Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Adventskalender für dich. Der ist ziemlich cool. Und zwar ist der von der Parfümerie Aurel, kostet 49,95. Und nein, ich habe jetzt hier nicht irgendwie, ne, einen neuen Kumpel am Start, sondern es ist tatsächlich der Adventskalender. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal so ein bisschen durchzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich finde es halt wirklich krass, also der nennt sich Wurm. Frag mich nicht, keine Ahnung. Vielleicht, weil der so lang ist. Auf jeden Fall, ist das ein Adventskalender, den du halt wirklich auf der Homepage für 49,95 bekommst. Den gibt es auch für Männer wohl. Und ich habe die Sachen jetzt einfach random irgendwie hier auch reingesteckt. Den kannst du aufhängen. Ich hatte den eben auch bei mir an der Tür hier hängen. Richtig, richtig cool. Den kannst du immer wieder selbst befüllen. Und allein dieses Männchen finde ich total großartig. Sehr schön verarbeitet. Und jetzt gucken wir uns mal den Inhalt an. Ich habe ihn mal hier so ein bisschen auf Erwin drapiert, dass er auch gemütlich sitzen kann. Ne? Wie gesagt, ich habe die Sachen hier einfach nur irgendwie reingepackt. Ich rechne euch natürlich die Produkte aus. Zuallererst habe ich hier von Lancôme das Idol Aura Eau de Parfum 5 ml. Das ist eine Miniatur und ihr wisst ganz genau, was mit diesen Miniaturen passiert. Und zwar kommen die in eine Verlosung rein. Ich sammle übers ganze Jahr immer diese ganzen Parfümminiaturen und gerade jetzt in den Adventskalendern haben wir halt hart immer wieder so welche drin, ne? Sieht wunderschön aus. Ich bin aber kein Fan von Miniaturen. Ich weiß aber, dass super viele von euch Fans von Miniaturen sind. Und da möchte ich euch natürlich jetzt nicht die Freude nehmen, ne? Genau, also hier haben wir zuallererst 5 ml von Lancôme Idol Aura drin. Nicht schlecht. Ebenfalls von Lancôme haben wir hier einen Pinsel drin enthalten. Den hatten wir schon über die Jahre immer mal wieder. Viele von den Produkten sind eigentlich eher so Zugaben, Goodies, wie auch immer, die jetzt aber halt in dem Adventskalender verwurstet wurden. Das heißt, manche Produkte werde ich jetzt so mit Circa-Preisen auch angeben, genauso auch diesen Pinsel. Ich glaube, Lancôme hat sehr, sehr teure Pinsel bei sich im Sortiment. Es ist der Mini Pinceau Teint, ein Mini Foundation Brush. Deswegen, ne, es ist schwierig, da jetzt einen Preis für festzulegen, aber es ist cool, dass er mit drin ist. Auch das hier ist eher so ein Füllprodukt, ne? Das ist Cherry 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 von Escada. Das sind so Haarpins, ne? Ja, genau. 3 Haarpins. Ja, keine Ahnung, mit wie viel Euro man sowas festlegt, Leute, ne? Ich gucke halt so ein bisschen, ob Escada sowas in irgendeiner Art und Weise noch bei denen mit anbietet, ob die vielleicht Schmuck oder Accessoires bei denen im Shop vielleicht auch irgendwo mit drin haben. Ich weiß halt auch nicht, ob die Adventskalender, die ihr dann bestellen werdet, wenn ihr den bestellen werdet, genauso bestückt sind. Das weiß ich nicht. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, falls ihr den vielleicht schon gekauft habt, weil auf Instagram habe ich den ja schon gepostet. Oder falls ihr da Näheres wisst, schauen wir mal. Hier habe ich jetzt die Nummer 4 und da habe ich einen Ringholder drin. Oh, da muss ich nochmal gucken. Vielleicht werde ich den sogar einer Freundin schenken. Warum eigentlich nicht? Valentino, glaube ich. Ist halt mit so einem 3M-Kleber, ne? Dann hast du hier das Logo von Valentino mit dabei. Das ist halt ein Ring. Ist halt nicht so ein Pop-Socket, so wie ich den ja zum Beispiel an meinem Handy hinten dran habe. Sieht übrigens nicht mehr schön aus. Sowohl die Hülle als auch das Handy sind total kaputt. Und der Pop-Socket, den ich habe, der ist halt auch echt schon angefrackelt, ne? Also ja, aber du hast halt hier einen Ring, wo du dann den Finger so durchstecken könntest. Eigentlich ganz cool, aber ich glaube, meine Freundin möchte einen richtigen Pop-Socket haben, hatte sie gesagt. Aber nicht schlecht, Herr Specht. Also es fühlt sich sehr, sehr schwer an. Eine gute Wertigkeit, würde ich jetzt mal so sagen. Und auch hier, schwierig da einen Preis festzulegen, ne? Denn, also, ich würde es jetzt von der Qualität höher einstufen, als jetzt ein Popsocket, den man so kaufen würde. Da bist du ja schon ruckizuck bei, keine Ahnung, wie viel Euro, ne? 25 oder so für so ein Ding. Ja. Als nächstes habe ich hier eine Clinique Mascara drin enthalten und zwar die High Impact. Das ist so eine kleine Größe. 3,5 ml haben wir hier drin. Ich persönlich komme mit den Clinique Mascaren überhaupt nicht gut zurecht. Eine Freundin von mir, die Michelle, ihr kennt sie, die kommt da sehr gut mit zurecht, weil die halt auch sehr sensible Augen hat und sie sagt immer, oh, hast du eine Clinique Mascara, voll cool. Ja, das hier habe ich jetzt mal in Nikolaus reingepackt. La Vie Belle, das ist eine schimmernde Bodylotion von Lancôme.
Die ist halt auch parfümiert, ne? Aber wie gesagt, sie schimmert. 50 Milliliter sind da drin. Die bekommt man natürlich immer mal wieder als Goodie irgendwo mit dabei. Aber sie hat ihre Wertigkeit und man kann die auch in der Full Size kaufen. Deswegen rechne ich das natürlich auch so ein bisschen runter, ne? Und es ist eine schöne Bodylotion, gerade wenn man aktuell auch das La Vie est Belle als Parfum verwendet, kommt das sehr gut, wenn man sich halt auch diese Bodylotion drauf macht und vielleicht auch hier so im Dekolleté-Bereich Richtung Weihnachten gedacht, dass es dann so ein bisschen schimmert. Ist auch ganz schön. In der Nummer 7 haben wir unsere nächste Parfüm-Miniatur und zwar von Burberry Her Eau de Toilette. 5 ml sind hier drin enthalten. Also für Parfüm-Miniaturen-Liebhaber sind solche Arten von Adventskalender natürlich immer bombastisch, ne? Weil du hast hier eine gute Anzahl an Parfüm-Miniaturen drin. Und hier haben wir dann einmal die Miniatur. Das sieht natürlich total hübsch aus, wenn man da wirklich viele von hat und die sich auch so schön im Schrank drapiert oder in der Vitrine oder so, ne? Ist das schon cool? Kann ich mir auch gut vorstellen. Da muss man aber halt eine entsprechende Sammelleidenschaft für haben. Ich bin Fan von Lidschattenpaletten in ein Billigregal zu packen oder so, aber Parfümminiaturen ist jetzt nicht ganz so meine Welt. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. In dem Fall ist es ein Augen-Make-up-Entferner von Clinique. Ich liebe Clinique. Take the Day Off Make-up Remover for Lids, Lashes and Lips. Und da haben wir drin enthalten 30 ml. Ist eine schöne Reisegröße. Wir haben hier zwei Phasen drin, eine Ölphase und eine Wasserphase. Das heißt, man schüttelt das Produkt vorher, bevor man es anwendet. Und dann kann man mit einem wiederverwendbaren Wattepad das Augen-Make-up schön runternehmen. Oder halt das Gesichts-Make-up, wie man möchte. Und auch das ist eine schöne Größe, um das einfach mal auszuprobieren, ob einem das Produkt an und für sich zusagt, bevor man sich so ein mega teures Pflegeprodukt halt so kauft. In der Nummer 9 können wir uns über eine weitere Miniatur freuen. Und zwar haben wir hier Dolce & Gabbana Light Blue Eau de Toilette drin. Und auch das dürften 5 ml sein. 4,5 ml. Schaut so aus. Ist natürlich auch wieder eine hübsche Geschichte, ne? Und ja, das ist, glaube ich, etwas aquatischer. Riecht man natürlich nichts durch, ne? Vom Duft her. Ja. Schön. Sowas finde ich auch immer witzig. Von Edding hast du hier Power statt Papier. Süß. Ist, glaube ich, einfach ein Schlüsselhalter, oder? Ja, auch sowas ist halt eher so ein Mitgebe-Gedönsen, aber kann man machen. Als 11. Produkt haben wir etwas von Clarins drin enthalten. 30 ml sind da tatsächlich gar nicht mal so wenig. Hand and Nail Treatment Cream, das könnte ich aktuell sehr gut gebrauchen, falls ihr meinen Ringfinger gesehen habt. Vergesst ihn schnell. Sieht übel aus, ich weiß. Aber ja, so ist das Leben eben. Es wird Regen geben. Ja, eine Handcreme ist auch eine schöne Geschichte. Im Adventskalender 30 ml ist eine solide Größe, ne? Schön für die Handtasche. Mein Wurm ist da gerade nicht mehr ganz so stabil unterwegs. Ich habe jetzt hier die Halbzeit, die Nummer 12 von Gucci Memoir habe ich hier drin. Memoir d'une odeur, Eau de Parfum, 5 ml haben wir hier wieder drin enthalten. Ich glaube, sowas bekommt man auch nicht so häufig mitgegeben, oder? Das sind ja immer die Kommentare, die ich natürlich unter solchen Videos auch immer wieder bekomme. So, da sind ja nur irgendwelche Proben drin, die kriegst du ja überall hinterhergeschmissen. Wo? Also gerade heutzutage kriegst du das jetzt nicht mehr unbedingt. Und ich glaube, jemand, der halt wirklich auf diese ganzen Miniaturen steht, ist es halt total genial. Und das sieht halt auch richtig hübsch aus, ne? Also ich habe so eine Parfüm-Miniatur von Gucci tatsächlich noch nie irgendwo so beigehabt. Aber gut, ne? Falls ihr Tipps habt, wo man super viele Proben immer bekommt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Da wäre ich nämlich sehr gespannt und ich glaube auch die komplette Community wird sich drüber freuen. In der 13 befindet sich hier, ich habe es halt reingepackt von Giorgio Armani, das C Moisturizing Perfume Body Lotion mit 75 ml. Auch das Giorgio Armani C war eine ganze Zeit lang ein Parfum, was ich so, so gerne gemocht habe. Irgendwann habe ich da leider Migräne von gekriegt oder richtig starke Kopfschmerzen. Aber es ist ein toller, schwerer, femininer Duft. Ja, in der 14 haben wir von Chloé 5 ml von dem Nomad Eau de Parfum. Das ist dieses hier, also wieder eine Miniatur am Start. Also 1, rechnen, 2, 3, 4. Das ist jetzt schon die 5. Miniatur, ne? Das ist schon ganz schön viel. Sieht richtig hübsch aus, erinnert wirklich auch an das Original. Klar, man könnte die jetzt auch umfüllen und so und dann trotzdem das Parfum nutzen. Aber es fände ich halt schade für die Leute, die halt total auf diese Miniaturen abfahren, ne? Das 15. Produkt ist von Yves Saint Laurent Mon Paris. Das ist ein Duschöl, ein parfümiertes Duschöl mit 50 ml. Sowas finde ich persönlich auch immer sehr, sehr angenehm zur kalten Jahreszeit, weil Duschöle dann ja auch so ein bisschen noch was Pflegendes mit dabei haben. Das ist ein ganz toller Duft. Also ich glaube, das werde ich mir tatsächlich sogar gönnen. Ey, wow. Hammer. Mag ich gerne.
hat so was Blumiges, aber auch irgendwie was Pudriges mit dabei. Das ist ein schöner Duft. Ein weiteres, ja, das habe ich jetzt doof aufgeteilt, aber das war auch meine Aufteilung. Ne? Die Produkte lagen halt lose drin und ich habe sie halt wild irgendwie reingestopft. Das zweite Duschgel, was wir jetzt hier haben, ist von Lancôme La Vie Belle. Ja, einfach ein parfümiertes Duschgel, auch hier 50 Milliliter drin enthalten. Ne? Also das ist halt nicht, also man kann sich das ja so befüllen, wie man möchte. Deswegen, ja, das ist jetzt mein Fehler gewesen. Entschuldigung, Leute. Das 17. Produkt, was ich hier drin habe, ist Yves Saint Laurent Parfum Blotter Touche à Parfumeur. Keine Ahnung, Parfumé. Composition 100% Polyester. Was ist das? Mikrofiber. Weiß ich nicht, was das ist, Leute. Es ist super leicht. Sind das vielleicht so Blättchen oder sowas? Sagt mir jetzt gerade nichts. Hä, was bist du denn? Was bist du ein Ring? Bist du ein Ring? Wie süß. Ne? Das ist niedlich. Aber ohne Witz, wie zur Hölle soll ich das bepreisen? Keine Ahnung. Süß, ein Schleifchen halt, ne? Ja, kann man machen. Ah, nein, voll dicht. Wo willst du denn hin? Du hast doch kein Zuhause und wohnst jetzt hier. Guck mal, da ist dein Kumpel. Zack. Jetzt musst du nur Standkraft beweisen. Nein. Doch, du schaffst das. Wir befinden uns jetzt Produktanzahl technisch in der Weihnachtswoche. Ne? Giorgio Armani 75 ml haben wir wieder ein Duschgel. Das habe ich echt blöd aufgeteilt. Aqua di Gioia. Das ist dann auch ein etwas aquatischer Duft. Ne? Schöne Geschichte. Also schon eine große Auswahl zwischen blumig-pudrig und sehr intensiv weiblich oder feminin bis hin zu aquatischen Düften, ist hier schon ganz gut was mit dabei. Schön. Habe ich hier noch ein Duschgel? Nee, das ist eine Body Milk. Okay. Anti-Drying Body Milk mit Zitrusessenzen. Genau, und zitrische Düfte haben wir auch noch am Start. Von Biotherm 100 ml. Sowas kann man sich natürlich auch gönnen. Ne? Also ich meine, dass ich die sogar schon mal aufgebraucht habe. Ich bin nicht so der Ultra-Fan von zitrischen Düften, aber ich glaube, hier ist eine groß genug Auswahl, um sich halt auch dufttechnisch anderweitig auszulassen. Ja, das 20. Produkt ist eine hübsche Parfümminiatur und zwar Aqua Allegoria. 7,5 ml Mandarin irgendwas Eau de Toilette. Guerlain! Ah! Okay, auch das ist eine schöne Miniatur, oder? Mag ich wirklich gerne leiden. Also ich stelle mir das halt wirklich optisch vor, ne? Bei den Leuten, die das sammeln, dann hast du eine richtig schöne Auswahl von super hochwertigen Düften, da einfach so allem entstehen. Cool. Das 21. Produkt ist von Boss Alive, eine Bodylotion mit 75 ml. Auch die müsste ich auch mal aufgebraucht haben. Da mochte ich den Duft auch ganz gerne. Ganz gerne leiden, ja. Produkt Nummer 22 ist wieder eine Handcreme. Super Restorative Handcreme von Clarins. Also Clarins hat sich hier hart beteiligt mit zwei Handcremes. Sehr cool. Da hast du auf jeden Fall ein bisschen auch noch diese Anti-Aging-Wirkung mit. Also Clarins, ihr habt es ja preistechnisch gesehen, die sind nicht günstig, ne? Die wirken halt auch so gegen diese Altersflecken auf Händen an und so. Und das finde ich ganz cool, weil man vergisst halt super häufig, die Hände einzucremen. Mit Lichtschutzfaktor. Und da kommt halt krass Sonne drauf. Dementsprechend hat man im Alter da auch super viele Flecken drauf, wenn man nicht aufpasst. Und ja, da hilft das. Das vorletzte Produkt ist von Lacoste Parfum. Eine Bodylotion mit 100 ml. Auch den Duft mag ich ganz gerne. Ist halt eher so ein sportlicher Duft und weniger so ein femininer Duft. Da kommt es halt wirklich auf den Mut so drauf an, worauf man so Bock hat. Aber auch das ist eine schöne Geschichte. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ich in die 24 gepackt habe. Ich weiß es nämlich selbst nicht mehr. Ja, es ist eine Parfümminiatur. Und zwar habe ich hier von Bulgari, ja, natürlich, reingepackt. Aber was ist das denn? Ein Parfum? Hä, aber man muss es doch irgendwie auch aufkriegen. Ich muss mal eben eine Logik herausfinden. Okay, ich habe es schon mal auseinandergekriegt. 5 ml von dem Bulgari. Auf jeden Fall macht man dieses Gedönsen hier oben ab und kann dann hier an die Parfümprobe drankommen. Wahnsinn! Also das ist echt krass. Und hier kann man dann wieder das Kram so zusammenstecken. Zack. Ne? Also falls ihr euch fragt, wie ihr das aufkriegt. Mit Gewalt. Das ist das, was ich herausgefunden habe. Wahnsinn. Okay, also das war jetzt mein Wurm-Adventskalender. Leute, es ist ein Adventskalender, der natürlich mit Proben und mit Goodies bestückt ist.
Aber wirklich mal ohne Flachs. Diesen Wurm, diesen wunderschönen Wichtel hier, kann ich 1A weiterverwenden. Ich finde den klasse. Wenn man sich den so kaufen würde, da würdest du auch safe im Laden dafür deine 15, 20 Euro hinlegen, ne? Und dann hast du noch diesen Inhalt hier drin, der definitiv auch einen schönen Warenwert hat. Für Parfümminiaturen-Liebhaber ist das natürlich ein gefundenes Fressen hier. Dann hast du auch so Duschgele und parfümierte Bodylotions mit dabei, einfach um so ein bisschen auch diese super High-Class-Düfte mal so ein bisschen testen zu können. Eine Mascara ist mit am Start, klar, ein paar Goodies, die man eigentlich nicht gebrauchen kann, aber sie sind halt mit dabei. Ich finde den schon süß. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Wurm-Adventskalender. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!